für Aufklärung sorgen. Mit diesem Titel aus der Feder von Dieter Bohlen fängt alles an. Aufnahmen vom Schülerferienfest 1985. Die gerade gegründete Band Modern Talking belegt in 81 Ländern Platz 1 der Verkaufscharts und macht selbst vor dem eisernen Vorhang nicht Halt. Die goldene Europa für die Aufsteiger des Jahres national, Modern Talking. Überschaubare Harmonien und immer derselbe Beat. Mit diesem unverwechselbaren Dancefloor-Sound setzt Modern Talking neue Maßstäbe, erreicht weltweit Kultstatus. Und doch trennt sich das Erfolgsduo 1987. Als wir dann den Thomas vor einiger Zeit dann wiedergesehen haben, oder Bilder von ihm, hat alle Welt gesagt, den kenne ich gar nicht, diesen jungen Mann nicht. Ein völlig neuer Thomas Anders. Ja, ich meine, das ging mir am Schluss wirklich auf den Wecker, weil ich war so ein Image reingepresst. Die Leute, man war halt eben dieses, ich sag's mal einfach, diese Zuckersüße, das hat mir einfach nicht mehr gelegen. Wirklich überzeugend kommt der Solosänger nicht rüber mit seiner Ballade vom Soldier. Weder 1989 im SR Clip Club Studio auf dem Hallberg noch anderswo. I'll always be your guide. Yes, 1998 eine vielversprechende Wiedervereinigung. Back on tour. Hier sind sie wieder zusammen. Modern Talking. Dieter Bohlen, Thomas Anders. 11 Jahre her. You're my heart. You're my soul. Mit neuen Hits bestimmt Modern Talking die Charts der Jahrtausendwende. Doch trotz des noch größeren wirtschaftlichen Erfolgs sorgt der öffentlich ausgetragene Dauerstreit von Bohlen und Anders schließlich für das Aus. 2003, gemeinsam mit Ehefrau Claudia, wagt Thomas Anders den Neustart als Solo-Entertainer. Thomas Anders, die Modern Talking Band! Zeitreisen in die 1980er und 1990er Jahre. Die Fangemeinde in Russland feiert Anders als einen der ersten westlichen Musiker, die in der Sowjetunion Konzerte geben und Platten veröffentlichen durften. Kein Wunder, dass der Popstar aus Koblenz auch bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi dabei ist. Anders als Agent 007? Stay With Me stammt aus dem Album Strong. 2010 wurde es in Russland produziert. Genauso wie dieses Musikvideo, aufgenommen in einem Moskauer Hotel. Hear the snowflakes falling. 2012 überrascht Thomas Anders mit Sohn Alexander auf der Bühne. Das Big Band-Programm Christmas for You ist eine Zeitreise in die eigene Kindheit. Seit 2017 singt Thomas Anders auch auf Deutsch, wie hier bei der MDR-Unterhaltungssendung Schlager einer Stadt in Stralsund.